Mit dem Juni naht mit langsamen Schritten das alljährliche Spiele-Sommerloch, zumindest was Neuveröffentlichungen betrifft. Doch einige Neuerscheinungen zeigen, dass es noch lange nicht an der Zeit ist, den Controller seltener zu benutzen. Nachfolgend präsentieren wir euch die Konsolenveröffentlichungen für Juni 2015. Gleich am 1. Juni meldet sich das Team von Double Fine zurück, und zwar wieder mit einem Projekt, das über Kickstarter finanziert wurde. Das trägt den Titel Massive Chalice und ist etwas für Taktiker, die schon mit XCOM ihren Spaß hatten. Massive Chalice macht euch zum Herrscher über ein Fantasy-Reich und wird in zwei Ebenen gespielt. Die eine bietet recht klassisch rundenbasierte Strategiekämpfe, in denen ihr eine fünfköpfige Heldengruppe lenkt. In der anderen Spielebene baut ihr euer Reich aus und setzt dazu beispielsweise Regentenpärchen in Provinzen ein. Der Clou ist dabei, dass ihr diese Pärchen aus euren Helden rekrutiert. Durch die Zwangsheiraten legt ihr dann beispielsweise fest, welche Stärken und Schwächen an den Nachwuchs weitergegeben werden, der euch später wiederum für den Rundenmodus zur Verfügung steht. Für Xbox Live-Mitglieder kommt Massive Chalice sogar kostenlos. Das Leben hinter Gittern bereitet keine Freude, so viel ist bekannt. In The Escapist gilt es, dem rauen Gefängnisalltag zu entfliehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Der simple Pixel-Look täuscht, mit einer Vielzahl möglicher Fluchtwege und mehr als 185 nutzbaren Gegenständen steckt genug Komplexität und Wiederspielwert in The Escapist, um für längere Zeit zu begeistern. Ab Anfang Juni endlich auch PS4-Spiele. In digitaler Form erscheint das Rollenspiel Lord of Magna Maiden Heaven Anfang Juni für 3DS. Mithilfe der fünf Elemente Flamme, Frost, Himmel, Erde und Void wehrt sich eine aus vier Charakteren bestehende Abenteurerpartie gegen zahlreiche bunte Gegner. You've heard the tales, just like I did. Ein MMORPG ganz ohne Gewalt, das verspricht Entwickler Loki Davision mit seinem Spiel, das am 4. Juni für PlayStation 4 erscheinen soll. Auf einer geheimnisvollen Insel könnt ihr die Gestalt verschiedener Kreaturen annehmen und sie anschließend erkunden, was euch mehr über die Umgebung verrät. Die CryEngine sorgt für eine üppige grafische Umgebungsgestaltung der Spielwelt. Mit The Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited erscheint Teso nun nach langer Zeit endlich für Konsolen. Somit können auch Fantasy-Fans mit TV und Gamepad die Online-Welt Tamriels mit den etlichen Quests, Action-Kampfsystem und umfangreicher Charaktererstellung erleben. Gut 15 Jahre nach Erscheinen des letzten Jurassic Park-Films kehren die CGI-Dinosaurier wieder auf die Filmleinwand zurück. Gänzlich neu ist hingegen der Ausflug der Lego-Spielreihe in Dino-Gefilde. Der typische Klötzchenspaß mit Koop-Gameplay und vielen spielbaren Charakteren ist bereits jetzt absehbar. Durch Sammeln von Lego-Bernstein ist die Erstellung von eigenen Dinosaurier-Kreationen möglich. Ein nettes Feature. Hey, hey! Ever thought about robbing a bank? Payday 2 ist ein großer Erfolg für das Starbreeze Studio Overkill. Die Crime Wave Edition von Payday 2 bietet das Komplettpaket aus allen bisherigen kostenpflichtigen und kostenlosen Bonusinhalten sowie 1080p Auflösung sowohl auf PS4 als auch Xbox One. Die Rennsimulation erscheint am 19. Juni in der 2015er Auflage und bietet einen neuen Modus namens Real Events, mit dem Motorradfans nochmal die Highlights der vergangenen Saison erleben können. Rund 50 ausgewählte Events dürfen nachgefahren werden. Ansonsten warten 220 Fahrer, 122 Teams und 18 Rennstrecken sowie 4 Spielmodi und Online-Races bis zu 12 Spieler auf die Fahrer. Die Rückkehr des dunklen Rächers in Form von Batman Arkham Knight ist gleichzeitig eins der heiß erwarteten Spiele 2015. Die größte Neuerung von Batman Arkham Knight im Vergleich zu den vorherigen Batman-Spielen ist das Batmobil als frei benutzbares Fahrzeug und der stufenlose Charakterwechsel in Kämpfen zwischen Batman, Robin, Nightwing und Catwoman.
Abseits des hoffentlich erneut starken Gameplays dürfte Kritiker wie Spieler vor allem die grafische Darstellung überzeugen. Devil May Cry 4 Special Edition ist ein Re-Release des bereits 2008 veröffentlichten Action-Adventures. Entgegen dem Originaltitel bietet die Special Edition jedoch eine Menge feiner Unterschiede. Verfügbar sind mehrere spielbare Charaktere mit jeweils einzigartigem Moveset. Neue Zwischensequenzen, neue Spielmodi und eine neu aufgenommene japanische Sprachausgabe gehören ebenfalls dazu. Zusätzlich wurde die Grafik mit verbesserten Texturen aufgebohrt und erlaubt nun 60 FPS Gameplay bei 1080p Auflösung. Mit Final Fantasy XIV Heavensward veröffentlicht Square Enix eine Erweiterung zum MMORPG Final Fantasy XIV, A Realm Reborn. Die Features sind eine Level-Cap-Erhöhung auf Level 60, eine neue Rasse, neue Berufe, fliegende Mounts, ein neues Loot-System und jede Menge andere Inhalte, die Final Fantasy-Spieler erfreuen sollten. Bandai Namco Entertainment veröffentlicht Ende Juni mit J-Stars Victory VS Plus einen Anime-Crossover-Prügler, der Potenzial für viel Spielspaß besitzt. Anime-Fans dürften in Verzückung geraten, denn satte 52 Charaktere aus 32 Serien dürfen in der Klopp-Arena gegeneinander antreten. Darunter findet man sowohl klassische Kämpfer wie Kenshiro aus Fist of the North Star oder Son Goku aus Dragon Ball, außerdem Charaktere aus neueren Serien wie Koro Sensei aus Assassination Classroom und Ichigo Kurosaki aus Bleach. Wohlige Wollgefühle erwarten Wii U-Spieler mit Yoshi's Woolly World. Gewissermaßen setzt Nintendo somit auf den Erfolg vom Wii-Titel Kirby's Epic Yarn, welcher ebenfalls über den unverwechselbaren und äußerst sympathischen Garn-Grafik-Look verfügte. Auch spielerisch orientiert sich Woolly World am Kirby-Spiel und ist demnach ein waschechter Plattformer. Das Spiel unterstützt sowohl die Wii Remote als auch den Classic-Controller und den Wii U Pro-Controller. Das war's mit der Spieleaussicht für Konsolen im Juni 2015. Falls ihr der Meinung seid, ein bestimmter Titel blieb zu Unrecht unerwähnt, dann schreibt es uns doch bitte.